Total recht herzlich willkommen zur neuen Sendung Flash TV oder Serien Flash Alarm für Cobra 11. Meine lieben Freunde, ich habe versucht, die Versuche habe ich euch gezeigt. Ich warte jetzt auf die Resultate und ich warte jetzt auf die Software. Ja, richtig, live soll es werden. Extra so eine Kamera besorgt hier und es soll gut werden. So ein Monsterteil von der Firma Sony und zwar 4K. 4K. So, diese Kamera soll dann hinter einem Computer angeschlossen werden. Ich will hoffen, dass das funktioniert. Sind ja genügend Anschlüsse da. Die Kamera muss getestet werden, wie immer. Mikro und dann muss ich gucken, ob ich irgendwelche Zusatzteile brauche. Jedenfalls diese Kamera hier, diese 4K-Kamera, soll dann diese Live-Videos machen. Das funktioniert auch wunderbar, seht ihr. Batterie ist jetzt nicht drin, könnte ich reinmachen, dann geht's los. Also wie gesagt, mit dieser 4K-Kamera möchte ich das machen. Diese 4K-Kamera wird dann starr eingesetzt, weil sonst fängt die an zu wabbern. Diese Kamera, die gerade aufzeichnet, ist ja eine Steady-Kamera, da kann ich alles mitmachen. Da kann ich rennen, fliegen und es bleibt immer, wie es sein muss. Also wie gesagt, diese Kamera habe ich mir besorgt, extra für die Idee. Soll dann, wie gesagt, ja, Filter, alles hat sie, aber ist halt eine 4K, ne? So, ist eine 4K. Ich habe extra 4K, damit die Übertragung besser wird. Ich versuche, eine bestmögliche Übertragung zu machen. Ich suche auch noch eine Ecke, wo ich alles einbauen werde. Dann suche ich noch einen Computer, der das Ganze generieren soll, weil die anderen Computer müssen ja nun mal die Kunden ran. Jetzt kann ich den Kunden schlecht einen wegnehmen oder hier einen transportabel machen, immer aufbauen, abbauen. Nein, also ich möchte eine Ecke konzipieren, eine Ecke bauen, wo dann diese Kamera installiert wird als Live-Kamera. Ja, und da sind wir also auch schon beim Kern. Ich habe auch vorhin wieder versucht, ein bisschen live zu machen, was natürlich wieder nicht ging, weil, ja, weil da mal wieder die Kundschaft. Und die Kundschaft soll natürlich nicht auf die Kamera, auf die Linse soll nicht aufgezeigt, auch die anderen nicht. Es war am Wochenende Vox hier, ja, ne, stimmt gar nicht, Pro7 mit Voice Over, ne? So, da, also ich weiß vieles, ich bekomme vieles mit und die Welt des Fernsehens ist halt nicht so. Wir haben auch über die Geschichte mit Stefan Raab gesprochen, weil Brainpool da war. Brainpool gibt es auch nicht mehr. Also die Angestellten verkehren ja hier auch und es macht ja auch unheimlich viel Spaß. Die sagten auch, schade, dass wir das nicht mehr haben, dann hätten wir hier vieles machen können. Aber so ist alles auf und die sind alle nicht mehr präsent. Jeder arbeitet irgendwo. Richtig, irgendwo arbeitet jeder, weil man muss ja Geld verdienen. So, auf der einen Seite ist krass Schule mit Detlef Scholzen, auf der anderen Seite ist ja immer noch das mit Disney. Vielleicht mache ich ein bisschen Disney Plus und spreche darüber, aber in der Mitte, Hauptthema ist halt Serienflash Alarm für Cobra 11. Ich schaue mir das auch gerade hier an, sind auch wunderbare Beiträge wieder am Laufen hier. Ich begrüße herzlich den Nils und herzlich auch Erdogan, die da kräftig am Arbeiten sind. So, ich hoffe, ihr habt eine tolle Woche. Nils musste viel lernen, Text. Und ja, man muss ja textsicher sein, damit der laufende Meter sozusagen nicht so viel Geld kostet. Ich meine, in der heutigen Zeit mit einer Digitalkamera arbeiten, da kann man sich Fauxpas leisten und wird dann weggemacht, aber damals, wo man noch mit Cinematik arbeiten musste, mit Filmmaterial, was auch belichtet werden musste, also einer rauscht da mit der Mofa oder Karre eben da zum Kopierwerk, hat das kopieren lassen und dann wurde das geschnitten, also war Mordsarbeit. Film machen war Mordsarbeit. Film machen heute ist einfach, einfach so wie Frank Montenbruck, der da sein Smartphone anmacht oder iPhone, keine Ahnung, was er hat, auf jeden Fall dann live schaltet, mit euch redet, ja. Jeder hat ja seine Fangemeinde, Nils Erdogan hat eine Fangemeinde, Erdogan hat auch die Arche, wo er seit 20 Jahren sich drum bemüht. So, Nils hat auch seine Sachen, das haben wir ja vorgestellt, das war seine Sauna.
So, also wie gesagt, das ist eine Exmoor R mit Zeiss Objektiv. Also ich habe da doch stark eingekauft, extra, damit das live werden soll. Ich werde auch gleich ein Kabel versuchen. Vielleicht schaffe ich das sogar ohne einen Adapter, die Kamera live zu bekommen. Also wie gesagt, ich warte auf die Software, auf die Live-Software. Das bisschen Geschmack, was ich machen konnte. Heute war ich ja an den Gleisen. Maja hat ja direkt gesagt, da ist der Bahnsteig von Köln. Habe ich ja bei Cobra 11 implantiert. Ja, das hier ist eine Aufzeichnung während der Arbeit. Wie gesagt, wenn ich live schalte oder irgendwas live machen möchte, dann kommen natürlich immer sofort viele Kunden. Also ich hatte jetzt die Hütte voll und somit konnte ich also nicht live schalten. Ich möchte also nicht in der Live-Sendung Kunden haben, die dann plötzlich sich irgendwann wiedersehen und dann sauer sind. Das muss nicht sein. Also wenn alles inkognito, ihr Schauspieler, ihr Akteure, ihr die Lust und Laune haben, natürlich, ihr dürft vor der Kamera, wir können hier eine kurze Sache machen. Wie gesagt, Wendler war hier, Detlef Scholzen war hier, Frank Montenbrook war hier, Prashant war hier, einige anderen waren da, die ihr nicht so kennt. Aber hier spielt sich hin und wieder mal was ab. So, wenn ich Zeit habe, werde ich auch ins Studio gehen und eine tolle Sache, so ein Serienflash Alarm Cobra 11 ist gegründet. Ich werde auch alles umschreiben. Ich werde auch eine Ecke bauen, eine Greenscreen-Ecke, wo gearbeitet werden kann. Ja, die Idee steht, weil ich die Idee umsetze, weiß ich nicht. Ich hoffe, die Idee kommt dann auch an und ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, ihr macht dann mit. Ja, also wie gesagt, keine Kosten, Mühen gescheut. Das gute Teil hier ist gekommen. Das ist Sony 4K. XAVCS, AVCHD. Hat 20 Megapixel, Gain, Shoot, Shoot Speed. Hat unheimlich viele Spielsachen hier. Kann auch direkt alles anschließen. Gucken wir mal hier. Strom. Ja, kann auch Fotos machen hier. Klick, klick. Ja, also diese Kamera wird, wie gesagt, als einfache Kamera eingesetzt werden. Ja, ich werde gleich testen, wenn ich schaffe, die scharf zu bekommen, mache ich sofort ein On-Air, damit ihr die Qualität sehen werdet. Ich möchte Qualität und keine Quantität. So, jetzt bekomme ich wieder Besuch. Grüße, hi, ist frei. Da bin ich wieder. Zwischendurch muss ich ausschalten, weil ich leider zu viele Kunden und deswegen mit Kunden möchte ich nicht aufzeichnen. Ihr seid bei Cobra 11. Ich habe mir gerade eine Pause gegönnt. Warum mache ich an? Ganz einfach, am 19.10. ist Google hier, die Firma Google. Dann sehe ich zum ersten Mal den ihre 3D-Kameras, die dann hier einsetzen wollen. Und bis dahin muss ich natürlich das hier noch schöner machen, damit ihr das Ganze in 3D dann sehen könnt. An Nils, an Erdogan, an Anita kennt das ja. Ne, Maya, die kennen das ja. Viele kennen es. Wie gesagt, Vox war hier, beziehungsweise Pro7 mit Voice-Over, hatte ich aber schon erwähnt. Gerade war ein Weltenbummler hier, der sehr viele Filme macht. Und ich habe mir auch, denn sage ich, warum? Ne? Ich habe tolle Filme schon von ihm gesehen. Ich habe sehr viele Kunden, die Filme machen und die BDFA, Bund Deutscher Filmautoren in Dortmund, Reisefilme, Spielfilme. Die machen ja auch, also ich habe viele hier, nur leider hobbymäßig. Also die machen das hobbymäßig, nicht so beruflich wie ihr, wie ich, die also beruflich vor der Kamera stehen und damit Geld verdienen möchten. Wie gesagt, Google wird erscheinen, Google wird das hier in 3D aufzeichnen, das Ganze. Und ihr könnt euch das dann, wie gesagt, online anschauen. Frohnase Kopierstudio, haftungsbeschränkt, gibt bei Google ein, Frohnase Kopierstudio. UG und schon könnt ihr das dann sehen. Ich werde sicherlich irgendwann eine tolle Seite noch machen. So, punkto live. Da hatte ich euch ja die Kamera gezeigt. Die ist also von Fachleuten auch als gut bezeichnet worden. Kann ich also wunderbar mit arbeiten. Warum ich natürlich so eine teure Kamera jetzt als Videokamera / Live-Kamera nutzen möchte, um halt Qualität euch zu liefern. So, ich stelle aber nur fest, dass Facebook nicht immer öffnet. Facebook sagt, nö, geht nicht.
Ich werde versuchen, auch bei YouTube irgendwie live zu machen, über Cobra 11 zu berichten. Ist ja richtig was los? Man hat schon die ersten Bilder gesehen von Pia, die in einem Auto saß, waren ein paar Sekunden, aber konnte man sehen. Dann konnte man auch die Dreharbeiten von dem, Rettungssanitäter, ja, der kommt ja am Donnerstag. Wie gesagt, alle, die TV Now sehen, sehen das ja alles ein bisschen eher. Also Rettungssanitäter habe ich schon gesehen, sehr gut gemacht wieder. Und warum eine Folge, die erste Folge, so Duster war, wo alles hingeschmissen, weiß ich jetzt auch nicht, weil danach war nichts mehr mit Duster. Der Beste war mit 106 km/h. Ich sehe mir geblitzt worden von seiner eigenen Tochter, die sich dann kaputt gelacht hat, ist klar. Und dann war da, ne, sag ich ja, Rettungssanitäter. Mehr sage ich jetzt auch nicht. Aber jedenfalls die Dreharbeiten hat man vorhin gesehen. In diesem sogenannten Schuppen, da wo die Autos repariert, hat man so ein bisschen sehen dürfen, wie die da gedreht haben. Also ich habe einige Bilder in der Community hochgefahren. Facebook, wie gesagt, macht hierbei nicht so mit. Warum, weiß ich es nicht. Ich kann also nicht so viele einladen. Ich muss also alle Fans muss ich irgendwie kontaktieren und sagen, wenn ihr Interesse habt, kommt auf die Seite Cobra 11 bei Facebook. Nennt sich Cobra 11 Freunde. Wir sind Cobra 11 Freunde und wir sind auch Privatfreunde und haben viel Spaß. So, ich, wie gesagt, drehe ja auch und habe ja, wie gesagt, noch einmal drei verschiedene. Einmal Krass Schule mit Detlef Scholzen, der da involviert ist als Vater. Dann natürlich Disney Plus. Mit ihren Actionfiguren hier von, da hat Chris auch, Nils Corvini oder Helmut Freund hat da sich auch abgelichtet als Jedi-Ritter, hat er wunderbar gemacht, das Bild haben wir da halt auch direkt implantiert. Wir haben also Dreharbeiten implantiert, Bilder, wir haben Sequenzen, Aufzeichnungen, ihr dürft da alles einblenden. Alles, was mit Cobra 11 zu tun hat, von 1996 mit Seemir aufwärts, macht es ruhig. Lasst uns eine tolle Community, wie gesagt, auch Live-Schaltungen, wie auch Presse-Nachrichten, wie auch RTL und TV Now und diverse andere, die darüber berichten, packt die ruhig da rein. Lasst uns eine schöne Community werden. Lasst uns mit Erdogan und wie gesagt Helmut arbeiten und Spaß haben. Auch die, ladet ruhig auch die anderen ein, von damals, den André zum Beispiel, der jetzt beim Bergdoktor ist, oder Ben Jäger, ja, unseren Musikus hier. Also ihr seid total recht herzlich, wie gesagt, eingeladen, hier bei Cobra 11 in der Fanpage mitzumachen. Wie gesagt, sind auch einige hier, ja, ob Henning Baum da manchmal sitzt, wenn es auch nur 5 Minuten oder 4 Minuten, mal eben eine Copy für ihn. Leider wohnt er nicht mehr hier, deswegen passiert das auch nicht, dass er hier auftaucht und die anderen tauchen alle zwischendurch auf. Wie gesagt, am Freitag die Vox-Geschichte da, also Voice-Over-Geschichte bei ProSieben. Ja, wie gesagt, es macht viel Spaß hier mit den Schauspielern zu agieren, auch mit euch zu agieren. Es macht unheimlich viel Spaß, sich auszutauschen. Hier bei der Fanbase, ja, für Cobra 11 oder Fanbase, jetzt komme ich nicht drauf, doch Star Wars. Und natürlich die Fanbase mit Detlef Scholzen für Krass Schule. So, ich hänge wieder ein, bevor wieder Kunden mich hier unterbrechen. Aber jetzt habe ich mir die Zeit mal eben genommen, vor laufender Kamera euch zu begrüßen, viel Spaß zu wünschen, eine tolle Woche zu wünschen. Ich arbeite dran, ich muss jetzt Kabel finden, ich muss jetzt das richtige Programm finden, die Kamera muss auf das Programm eingestimmt werden, das Programm muss die Kamera erfassen und das andere Programm, das Overlay-Programm, muss auch funktionieren, dass ich Overlays machen kann, Rahmen setzen kann, damit alles ein bisschen schöner, ein bisschen bunter wird. Es soll Spaß machen, vor allen Dingen Spaß machen, das ist wichtig. Ja? Und ich werde natürlich ständig unterbrochen, da geht kein Weg dran vorbei. Ja, wie war Ihre Woche? Fragen die mich, ja, wie war Ihre Woche? Wöchentliche Zusammenfassung verfügbar? Ja, ist klar. Okay, meine lieben Freunde, ich bin voll elektronisch und bin euer Admin und ich bin gerne euer Admin in drei verschiedenen Sparten. Wie gesagt, Star Wars, Krass Schule, RTL 2, RTL Normal
Alarm für Cobra 11. So, lass uns mal das Jahr beenden, 2019, und dann lassen wir uns mal in das Jahr 2020 überwechseln. Bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß mit Cobra 11, eure Alarmpolizei der Datenautobahn. Ja, das wäre schön, Datenautobahn, normale Autobahn.